Einen schönen guten Tag oder auch guten Abend, je nachdem, wann Sie das Video anschauen. Mein Name ist Marco Wilkens und ich bin quasi das Stück Schokolade hinter der Adventstür des VfU für den heutigen Tag. Mit einer, wie ich hoffe, süßen im Sinne von schönen Überraschung für die Nachhaltigkeitsziele. Die Überraschung lautet in Kurzform Divestment bzw. die Dekarbonisierung von Portfolios. Kann die Welt verändern? Kann die Welt nachhaltiger machen? Nun werden vielleicht einige von Ihnen sagen, das ist doch keine Überraschung, denn das wussten Sie bereits. Aber konnten Sie das auch belegen im Sinne von Beweisen? Denn bisher gab es zumindest meines Erachtens keine empirischen Untersuchungen, die gezeigt hätten, dass dies wirklich schon einmal funktioniert hat. Dass Divestment also wirklich eine Wirkung in der Praxis hat. Und wenn Sie die Presse in der letzten Zeit verfolgt haben, dann gibt es durchaus viele Zweifler an der Wirksamkeit von Sustainable Finance generell. Die gute Advents-News ist nun, dass Sie ab heute sagen können, dass es nun sogar wissenschaftlich bewiesen ist, dass Divestments schon funktioniert haben. Keine Angst, ich werde nun keinen wissenschaftlichen Vortrag halten, aber da ich auch keine Adventsgedichte mit Finance-Bezug kenne, möchte ich Ihnen zumindest zwei Grafiken zeigen, die die zentralen Ergebnisse unserer Studien zusammenfassen. Sie sehen hier die durchschnittliche Veränderung der Kurse über die Zeit für zwei Gruppen von Aktien. Die durchgezogene Linie zeigt die Veränderung der Kurse vor und nach den jeweiligen Divestments, also den Dekarbonisierung von, und das haben wir betrachtet, Investmentfonds. Und Sie sehen, dass nach den Divestments die Kurse der Aktien im Schnitt tatsächlich gesunken sind, ungefähr 7%. Die andere Linie wiederum zeigt, wie sich in demselben Zeitraum die Kurse der anderen Aktien im Durchschnitt verändert haben. Und wie Sie sehen, sind hier praktisch keine Veränderungen zu beobachten. Divestments, so können wir schlussfolgern, haben also im Durchschnitt in der Vergangenheit tatsächlich zu Kursrückgängen geführt. Kommen wir zur zweiten Grafik. Diese Grafik zeigt nun, wie die betroffenen Unternehmen jeweils reagiert haben. Und hier sehen Sie ganz klar, dass die divesteten Unternehmen ihre CO2-Emissionen tatsächlich zurückgefahren haben, während die anderen Unternehmen im Durchschnitt ihre CO2-Emissionen sogar leicht erhöht haben. Wir können also aus dieser Grafik schlussfolgern, dass Divestments also tatsächlich sogar zu einem Rückgang der CO2-Emissionen geführt haben. Natürlich haben wir noch wesentlich mehr Analysen durchgeführt und Robustness-Checks. Alle diese Analysen und Robustness-Checks haben diese Ergebnisse im Grundsatz bestätigt. So, wenn Sie nach diesem Stückchen Adventschokolade Lust auf die ganze Tafel haben, finden Sie alle relevanten Informationen dazu im Internet. Gerne können Sie mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Neben der Publikation, die übrigens in einem sehr hochrangigen Journal nach, wie es üblich ist, diversen Referierrunden erschienen ist, steht Ihnen eine kurze Zusammenfassung des Papers als Video und darüber hinaus ein Policy-Brief der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance zur Verfügung. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Adventstag mit einem Schluck Tee, wenn es gerade vor 15 Uhr ist, oder einem Glühwein für alle anderen Zeiten. Alles Gute.